von mir! Verpiss dich! Hilfe! Hilfe! Ist doch der Hammer, oder? Geil. Hast echt nicht zu viel versprochen.
Ey, das steht hier einfach nur so rum. Ja, setz dich mal drauf. Vogel. Setz dich drauf, weil das habt ihr nicht so. Ich mache ein Foto von dir. Auf den Stuhl. Aus. Ich habe genug Fotos gemacht. Was war denn das? Keine Ahnung, man ist die tot oder was? Die Polizei informieren. Bist du bescheuert? Du weißt doch überhaupt nicht, was mit der ist. In der kriegen wir Probleme wegen der Eulen. Hast du eine Meise? Die ist vielleicht vergewaltigt worden und... Hey, halt! Hallo! Hey! Hey, du da! Ey, komm, wir hauen ab! Nein, ich will jetzt wissen, was mit der ist. Hey, brauchst du Hilfe? Nein! Du kommst nicht mehr raus! Nein! Du willst mich nicht... Nein! Was? Warum hast du das gemacht? Hast du nicht gesehen, wie die um sich geschlagen hat? Ja klar, aber musst du gleich zuschlagen? Ach, so schlimm war es doch überhaupt nicht. Du hast Blut an deiner Hand. Ja, jetzt können wir das mit der Polizei auch vergessen. Wie meinst du das? Wie willst du denn das erklären? Oh, Scheiße, Alter, warum hast du denn gleich zugeschlagen? Es ist fast dunkel, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Auto und dann sehen wir weiter.
abgeschossenes Verbandszeug. Ist doch egal, dass du sie geschlagen hast. Wir sollten wirklich zur Polizei gehen, dann erklären wir das mit dem Schlag und sind fein raus. Ey, was sollen wir denn sonst machen? Uns bleibt doch eh nichts anderes übrig. Ich wüsste schon, was ich machen würde. Ich weiß aber nicht, wie du dazu stehst. Ach, und was? Keine Ahnung. Ich meine, warum glaubst du, läuft die Kleine hier mit zerschlissenen Klamotten und Blut überströmt durch den Wald? Das ist eine kleine Nutte, die sich ihr Macker widersetzt hat. Und dann hat der ihr mal gezeigt, wo der Hammer hängt und die richtig schön durchgevögelt. Das ist doch sonnenklar. Das ist eine billige Nutte. Und ich weiß ja nicht, was du mit billigen Nutten machst. Aber ich werde die Kleine jetzt mal richtig schön durchvögeln. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Doch. Wir vögeln die einfach durch und dann lassen wir die hier liegen. Mach doch mit. Das sieht doch eh keiner. Lass sie in Ruhe! Du kleines Stück Dreck. Was hast du dir bloß dabei gedacht, hä? Hä? Du Nutte. Du Modermöse, du kleines blödes Mädchen. Oh, jetzt musst du weinen. Tut mir aber leid. Soll ich dir mal zeigen, wozu so ein Arschloch noch alles gut ist? Damit kann man nämlich nicht nur kacken. Ich werde dir das Arschloch ausweiten. Oh ja, mit meinem großen Schwanz. Das wird dir am Ende noch gefallen. Du wirst hinter mir herlaufen und schreien. Ja, Tom, gib mir deinen geilen großen Schwanz. Oh ja, gib mir deinen geilen großen Schwanz. Das gefällt dir doch, oder? Oh, musst du weinen? Das tut mir aber nicht. Du blöde kleine Nutte. Du kleine miese Fotze. Na, bist du aufgewacht, mein Kleiner? Wenn du dich wieder beruhigt hast, dann darfst du auch etwas von dem Pfötzchen abhaben.
ganzes Stück. Hey, sei doch nicht so schüchtern. Ich dachte, du willst meinen Schwachen. Ey, Schätzchen, jetzt sei doch nicht gleich so angeschüchtert. Wo bist du denn? Hallo, meine Kleine. Du bist einfach zum Auto zurückgegangen. Das ist ja total schlau von dir. Das haben wir gar nicht. Nein!